Willkommen zurück, liebe Zuschauer. Der Audi Star Talk heute mit der besten deutschen Golferin Sandra Gahl, die nachher zu uns kommt, und aktuell mit Oliver Kahn, dem wohl besten deutschen Torwart aller Zeiten. In Asien haben sie ja seit der WM 2002 einen Status, der eigentlich nicht mehr zu toppen ist. Wir haben es vorhin in dem Beitrag auch schon gesehen, bester Torwart gewesen, als einziger Torwart überhaupt mal zum besten Spieler einer WM gewählt worden. Und deswegen haben sie sich beruflich auch entschieden, in Asien mal was zu machen. Und jetzt wollen wir einfach mal gemeinsam erleben. Vielleicht erzählen Sie selbst ganz kurz einen Satz dazu. Das ist so eine Art DSDS für Torhüter in China. Und Sie sind da Bohlen. Ja, ich denke, das differenziert sich schon ein wenig jetzt von diesem Format. Wir haben einfach, ich glaube, das ist jetzt schon 3 Jahre her, wir haben ein Format entwickelt, wo wir praktisch in China den, damals hat sich das nur auf Torhüter bezogen, den besten Torwart in China gesucht haben und haben daraus eine Art Wettkampfshow gemacht, haben 10 Folgen gemacht, und es war eine riesige und spannende Erfahrung. Schauen wir uns ein paar Bilder an. Bitteschön. I never give up. I never give up. I never give up. I never give up. Wow. Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, dein Motto ist nicht mehr I never give up. Sieger von I Never Give Up, The Khan Principle. Schau ihn. Yeah! Sieht geil aus. Aber das war eine fantastische Erfahrung. Ich weiß noch, wie ich damals auf den Platz gekommen bin, und es wurden ja im Vorfeld 10 Torhüter ausgesucht, und ich komme dann an diesen Trainingsplatz und weiß noch, als ich dann die Leistungen gesehen habe, ich gedacht, um Gottes Willen, was ist denn das? Ja. Und das Erstaunliche war dann im Rahmen dieser 10 Folgen, das waren ja dann ungefähr 8 bis 10 Wochen, wo wir dann damals in Shanghai waren, haben die sich entwickelt. Das heißt, die Entwicklung war unglaublich mit anzuschauen. Während das ja die chinesische Mentalität ist, stehen ja zunächst erstmal wie so Soldaten mit großem Respekt vor einem, und wie sie sich dann im Laufe dieser ganzen Trainingseinheiten und Challenges, denen sie sich ja aussetzen mussten, wie sie sich dann entwickelt haben, auch wie sie immer mehr Individualität bekommen haben und dann auch diese Khan Principles, wie wir es da ja während dieser Show genannt haben, wie sie das auch versucht haben umzusetzen, das war einfach klasse. Und dann der Gewinner, ich glaube, der war 17 Jahre alt, und der kam dann nach Deutschland und hat noch der sogenannten Bergerfeldschule, das ist eine große Nachwuchsschule in Deutschland, wo Talente auch ausgebildet werden. Der ist dann dahergekommen, konnte sich zeigen, und der hat sich dann entschlossen, in Deutschland zu bleiben und in Deutschland zu studieren. Und ich glaube, das war echt eine großartige Sache und eine tolle Erfahrung. Wann machen wir das bei uns? Wann sieht man, Olli, in Deutschland sucht den Supertorwart? Zunächst war es mal wichtig, so ein Format erstmal in einem Markt einzuführen, einen Markt zu testen, nicht unbedingt in einem schon sehr, sehr gesättigten Fernsehmarkt, wie wir ihn ja hier in Europa vorfinden. Gibt es jetzt Planspiele mit Deutschland oder nicht? Ja, wir sind gerade am Überlegungen anstellen, in welcher Form, in welcher Art man sowas auch machen kann. Es ist ja so ein bisschen das Problem, dass alle sogenannten Fußball-Casting oder Fußball-Wettkampfshows bisher nicht hundertprozentig funktioniert haben. Ich bin der Meinung, wenn man das auf eine ganz bestimmte Art macht, kann das wirklich hochinteressant sein. Und es ist immer das Entscheidende dabei, dass man es eben auch ernst meint, dass man eben auch wirklich in dem jeweiligen Land ein Talent, jetzt nicht unbedingt ein Torwart, das kann ja auch ein Feldspieler sein, jemand sucht, der vielleicht durch alle Fördersysteme irgendwo durchgerasselt ist. Und das passiert ja gerade, wenn sie 15, 16 sind, passiert ja so unheimlich viel. Und da nochmal jemanden zu finden, ja, in Form eines solchen Formats, der dann nochmal das Zeug dazu hat, Profi zu werden, ich finde das doch eine spannende Geschichte, und lassen wir uns doch mal überraschen. Ja, also Olli, wenn Sie noch einen Sender suchen, ich kann Kontakt zum Chef herstellen. Nee, das wäre überhaupt kein Problem. Liebe Zuschauer, in 34 Sekunden
In genau 34 Sekunden, nach nur einem Werbespot, will ich aber jetzt endlich wissen, wie war das damals, als ich Kahn und Hoeneß so furchtbar angebrüllt haben? 34 Sekunden. Applaus